One small step for man, one giant leap for mankind. Ein kleiner Schritt für den Astronauten Neil Armstrong, ein Riesensprung für die Menschheit. Bis heute ist es der größte Meilenstein der bemannten Raumfahrt geblieben. Was hat uns die Mondlandung gebracht? Das Wettrennen mit der Sowjetunion zum Mond hat die USA ganz schön viel Geld gekostet. Rund 25 Milliarden Dollar. Aber in der Forschung viel bewegt, denn vieles, was wir heute im Alltag verwenden, stammt aus dem Apollo-Programm. Memory-Schaum zum Beispiel, heute in unserer Matratzen oder Kissen. Die Raumfahrer schützte dieser Schaum, der zurück in seine Form findet, vor Stößen. Auch Schutzanzüge von Feuerwehrleuten haben vom Apollo-Programm profitiert. Roger. Dieses Space Blanket ist heute in jedem Erste-Hilfe-Kasten drin. Die dünne Folie kann sowohl wärmen als auch kühlen. Mit Solarzellen können wir Sonnenenergie nutzen. Die Technologie wurde entscheidend durch die Raumfahrt weiterentwickelt. Bekannt wurden so auch Quarzuhren, verspiegelte Sonnenbrillen oder kabellose Werkzeuge. Ein Produkt wird allerdings fälschlicherweise der Raumfahrt zugeschrieben. Teflon. Das wurde schon 1938 entdeckt und später von der NASA genutzt. Kritiker sagen, die Mondlandung habe kaum Relevantes für die Forschung gebracht. Sie sei 1969 im Kalten Krieg vor allem eines gewesen: ein politischer Erfolg. Heute arbeiten Amerikaner, Russen und viele andere Nationen längst gemeinsam in einer Raumstation, der ISS. Das Rennen im All geht trotzdem weiter. Auch China versucht, eine Weltraumnation zu werden. Noch ist der Mond der einzige Himmelskörper, den Menschen betreten haben. Aber das nächste Ziel im Weltall ist klar: der Mars. Vielleicht ist es dann ja eine Frau, die den ersten Fuß auf den roten Planeten setzt.